Grüße euch, Paraguay Live. Und das heutige Thema: Auswandern nach Paraguay und die notwendigen Dokumente und die Frage, ob wir es noch machen. Also, falls euch das Thema interessiert, bleibt einfach dran. Vielleicht fange ich ja von hinten an und sage, ob wir noch die Einwanderungsdokumente machen, also wir als Paraguay-Team. Ja, das tun wir immer noch. So, Frage, was braucht man für Dokumente für die Einwanderung bzw. für die Auswanderung nach Paraguay? Ich müsste im Prinzip drei Punkte berücksichtigen. Der erste Punkt ist Geburtsurkunde. Der zweite Punkt Heirats- bzw. Scheidungsurkunde. Und der dritte Punkt ist Führungszeugnis nicht älter als 3 Monate. So, ganz wichtig für alle Staatsbürger, also auch für die Deutschen, Schweizer und Österreicher, also auch alle anderen Nationalitäten, wichtig, alle Dokumente für die Einwanderung müssen versehen sein mit Apostille. Sehr, sehr wichtig. Sonst werden die hier in Paraguay nicht anerkannt. Falls ihr noch nähere Details haben möchtet, wie immer unten, sowohl in der Videobeschreibung als auch unten auf dem Bildschirm, gebe ich auch euch unsere Paraguay Live Team E-Mail. Wichtig, immer bitte wichtige Fragen per E-Mail richten, weil wir immer weniger Zeit haben. Und von daher kann ich euch nicht versprechen, dass wir immer ans Telefon reingehen. Also falls ihr Interesse habt, immer bitte anschreiben und direkte Fragen stellen. So, ich werde auf jeden Fall versuchen, die meisten von diesen Fragen zu beantworten. Und auf jeden Fall, wenn die Frage korrekt gestellt ist, bitte nicht immer 10 Fragen auf einmal, meistens vielleicht 1 oder 2 oder 3 Fragen maximal, damit wir uns auf eure Frage richtig konzentrieren können, beziehungsweise werden wir natürlich auch gleich die entsprechenden Videos dazu drehen. Danke. Falls ihr Interesse habt an einer Einwanderung bzw. Auswanderung nach Paraguay, bitte immer schreiben. Ich werde euch natürlich in der Videobeschreibung auch unsere WhatsApp-Nummer bzw. Telegram-Nummer auch eingeben. Da könnt ihr in dringenden Fällen selbstverständlich sich auch an uns wenden. Bitte berücksichtigen, jetzt haben wir Juli 2022 und im Winter bzw. auch im deutschen oder europäischen Sommer ist der Zeitunterschied immer noch 6 Stunden. Das heißt, in Europa haben wir, ich sage jetzt mal, 14 Uhr und in Paraguay 6 Stunden zurück. Bitte dran denken. So viele von euch fragen ja auch, lohnt sich die Auswanderung nach Paraguay? Gut, also ich persönlich bin schon 20 Jahre in Paraguay. Für mich, für meine Familie oder auch für andere Ausländer hat sich ja gelohnt. Ob das für euch interessant ist, gut, jeder von euch bitte, bitte, bitte muss selber entscheiden.
Ja oder nein? Paraguay, bitte auch berücksichtigen, ist kein billiges Land mehr. Also ihr müsst auf jeden Fall die notwendigen finanziellen Mittel bzw. finanzielle Absicherung haben. Bitte immer dran denken, okay? Danke. Vergiss also nicht, falls euch das Video gefallen hat, auf jeden Fall Likes nach oben zu geben, das Video teilen. Sicherlich habt ihr auf Facebook, Instagram, Twitter oder auch auf YouTube eure Freunde, eure Bekannten, die sich für Auswanderung nach Paraguay interessieren. Wie gesagt, ich persönlich bin 20 Jahre in Paraguay, habe dementsprechend auch die Erfahrung und das Fachwissen. Also teilt das Video und wir sehen uns im nächsten Video. Und falls ihr natürlich Fragen habt, bitte in den Kommentaren stellen oder eben die angegebene E-Mail-Adresse benutzen. Also macht's gut, danke euch und bleibt immer gesund und mit Lächeln im Gesicht. Danke euch.